Also, Waldrede, wurdest du schon mal gestartkickt? Nee. Gestartkickt, ich wurde mal gemutet, aber der hat dann auch gleich einen Bann bekommen. Der ist dann auch irgendwann angekommen. Das war geschissen. Und der heißt jetzt Bytriox. Der kam dann an, so, warum bin ich gebannt? Und dann wussten wir am Anfang gar nicht. Ich habe davon ein Video gemacht. Könnt ihr euch mal anschauen, richtig geil. Da musste selbst ich lachen. Oh mein Gott, das war knapp gerade. PC runtergefahren und liege im Bett und guck mit Handy. Und dann kommt meine Mutter hoch. Das war knapp. Waldruide, wenn meine Mutter fertig gegessen hat, komme ich auch an. Ja, dann bin ich wahrscheinlich im Bett. Ich bin ja alter Mann, ich brauche ja meinen Schlaf. Naja, 40 ist ja nicht alt, aber ich tue immer älter, als ich bin. Ich meine jetzt mal ernsthaft, ich spiele noch Minecraft, also vom Kopf her bin ich noch nicht alt. Ich tue aber immer gerne so. So der Altersbonus. Opi. Der Minecraft-Opi. So. Wahrscheinlich auch einschläfernd. Das ist vielleicht genau das Richtige, wenn ihr im Bett liegt und meinen Stream schaut. Wurde mir schon mal gesagt. So, ja, dein Stream ist voll geil zum Einschlafen. Ich so, ja, vielen Dank. vielleicht ist das ja meine Nischen, meine Sparten Stream Nische. Keine Ahnung, wie man das nennt. Oh, hier ist gar kein, ich muss hier. Aha, irgendwo muss ich hier einen Redstone-Verstärker einbauen. Hier. So. Und diesmal klappt das bitte, ohne dass ich hier nochmal bauen muss, bitte. So. Da. So. Und hier kommt der Verstärker. Und hier kriegt er schon keine Energie mehr. Geil. Also muss ich noch eine Ebene weiter runtergehen. So. Da muss ich hier. So. So. Und so. Und ich hoffe, dass der eine Kolben. Oh, ich verhungere. Mir Latte. Ich habe das genauso da unten gebaut, da hat's funktioniert. Keine Ahnung. Wenn es jetzt hier nicht. Wenn schon, dann ist es ein einzelner Kolbe, eine Stelle, wo nicht abgebaut wird. Wen interessiert es? Ist mir jetzt zu spät dafür. Kontrolliere ich jetzt nicht. Auch wenn ich nicht glaube, dass der Kolben ausgefahren war. Aber egal. Mir Latte. Man muss ja nicht immer 100% effizient sein, ne? Hauptsache so, wenn alle paar Ebenen mal ein Zuckerrohr nicht abgeschlagen wird. Egal. So. So, und hier braucht man halt die Erde, damit die Kolben hier, damit der Kolben hier ausgelöst wird. Aber statt den Erdblock mache ich hier einfach den hier. Und so weit reicht das Signal nicht mehr. geil. Dann. So, hier geht's nicht mehr. Hier reicht nicht, haben wir gerade gelernt, also hier.
So. So. Da. Und jetzt wird es auch ausgelöst. Genau. Passt, wackelt und hat Luft. So. So. Gut, gucken wir mal, ob alle Kolben ausgelöst wurden. Hoffen wir mal, dass ich mich vorhin verguckt habe. Ansonsten, ich bin halt immer so ein Perfektionist. Und ich weiß ganz genau, wenn der Kolben da nicht ausgelöst ist, dass ich auf jeden Fall das so lange machen werde, bis der Fehler ausgeglichen ist. Weil das irgendwie. Kennt ihr Sheldon? Die Folge, wo Leonard den roten, kratzenden Pulli tragen muss, bis er die DVD zurückgegeben hat. So, da, um zu vermitteln. Ah, hier ist der Kolben. Wieso? So. Warum, warum, warum? Warum ist die Banane krumm? Wieso, 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 wieso? Warum, 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 warum? Dann buddel ich mich mal hier durch. Oh. Achso, selber ins Knie geschossen. Der Kolben zeigt ja immer zu einem. Das heißt, ich muss hier den Erdblock weghauen. Und nicht den Kolben. So. So, welcher Kolben wurde jetzt nicht ausgelöst? Ja. Weiter oben. So, hier. Hier ist der Verstärker. Und der Kolben wurde nicht ausgelöst. Warum auch immer. Ich kontrolliere jetzt mal einen Verstärker weiter unten. So. Und dieser Kolben wurde ausgelöst. Ist genau dieselbe Konstruktion. Könnt ihr mir das erklären? Das sieht hier da oben genauso aus wie hier. So. Der Kolben wird ja auch nicht ausgelöst, egal wie ich es baue. Keine Ahnung. Da unten habe ich genau dasselbe gebaut. Ich glaube, hier sein wir nicht.
Achso, jetzt wird der Kolben nicht ausgelöst. Dann wartet jetzt nur Zufall, keine Ahnung. Okay, dann lebe ich jetzt damit, da wo ein Redstone-Verstärker ist, wird das Signal da nicht weitergegeben. Dann ist das jetzt so, keine Ahnung. Aber ich meine, ich verstehe jetzt, warum der nicht ausgelöst wird, weil dieser Grasblock braucht ein Redstone-Signal, damit dieser Kolben hier ausgelöst wird. So, wenn ich jetzt hier, so, der wird ausgelöst, weil dieser Block. So wird der Kolben dann nicht ausgelöst. Hier ist doch gar keine. Ich verstehe es nicht. Dieser Kolben. Dieser Block wird doch jetzt befeuert. Wieso wird jetzt dieser Kolben nicht ausgelöst? Och, ey, ich verzweifle hier nochmal. Tu den Block hin und dann fährt der Kolben ein. Okay, ich geb's auf. Ich geb's auf. Hier ist überhaupt nichts mehr mit Logik. Hier ist überhaupt keine Logik mehr erkennbar. So, bumm. Ups. Ist mir echt zu spät. Voll geil. Dies war's. Mir egal, ich mache jetzt keine Fehlersuche mehr, ist ja schon fast eine Stunde über meine Zeit. Den Außenring baue ich dann morgen. So. Jetzt kontrolliere ich nochmal, ob alle eingefahren sind. So. Alle Kolben sind eingefahren. Also das Einfahren funktioniert ja wenigstens, weil manchmal buggen die auch hier rum, dass die dann ausgefahren bleiben, obwohl sie überhaupt kein Redstone-Signal haben. Das ist dann auch so aus Geister-Plasma-Energie. So die Ghostbusters dann rufen. Who you gonna call? Ghostbusters. Okay, passt.
So, wie viele Ebenen habe ich denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, das müsste hinhauen. Na denn, danke fürs Zuschauen. Ich lese jetzt noch einmal mir den Chat durch, was ich so verpasst habe. Waldruide, meine Mutter. Fertig gestern, komme ich auch an. Ich glaube, das war das Letzte, was ich gelesen habe. Die ist immer noch. Ja, ich habe voll geile Uhrzeit zum Essen. Ja, ich auch. Nix gegen dich, aber beim Stream kann man wirklich gut einschlafen und sprichst ruhig. Ja, ich glaube, mein Klientel, Leute, die Einschlafstörungen haben, die können dann einfach mal meinen Stream anmachen. Und die werden dann immer ruhiger. Dann benutze ich noch so Hypnosetechniken, dass ich bestimmte Wörter ganz langsam und ruhig ausspreche, damit diese Information auch wirklich ins Gehirn kommt, man dann immer müder wird, dann so langsam die Augen schließt, ganz gemütlich einschläft und gute Nacht sagt.